Santa Cruz. Santa Cruz führt euch im Auftrag ihrer Majestät in eine neue Welt. Euer Auftrag? Unerforschte Inseln mit Fluss, Vulkan und Waldregionen erforschen und besiedeln, um Rohstoffe und exotische Tiere zu entdecken. In zwei Durchgängen seid ihr dabei immer abwechselnd an der Reihe und könnt wählen, ob ihr eine Baukarte oder eine eurer Wertungskarten spielt. Mit den Baukarten könnt ihr dann zum Beispiel die Inselplättchen mit Häusern bebauen, wodurch ihr wertvolle Punkte und Rohstoffe erhaltet. Dabei gibt es natürlich ein paar Bauregeln zu beachten. Mit so einer Flusskarte könnt ihr zum Beispiel ein beliebiges Feld auf einem Fluss bebauen, auf dem ihr mindestens selbst schon ein Bauwerk besitzt. Während ihr mit einer Straßenkarte immer nur Plättchen bebauen dürft, die direkt mit einem eurer anderen Plättchen über eine Straße verbunden sind. Mit den Wertungskarten können dann Punkte gemacht werden. Dabei müssen allerdings immer ein paar Bedingungen erfüllt werden. So bekommt ihr zum Beispiel Punkte, indem ihr unterschiedliche Ressourcen sammelt oder indem ihr in bestimmten Regionen Bauwerke besitzt. Wichtig dabei ist, egal wer so eine Wertungskarte spielt, alle Spieler können dadurch dann Punkte erhalten. Ein anderes interessantes Element ist, dass ihr vor dem zweiten Durchgang immer die Kartensets untereinander tauscht. Dadurch wisst ihr im zweiten Durchgang, welche Karten im Spiel sind, wodurch noch mehr taktiert wird. Santa Cruz, ein Familienspiel mit einfachen Regeln für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahre. Viel Spaß beim Spielen!